Es ist eine der ersten Messeveranstaltungen nach Monaten des Social Distancing. Die Gallery Fashion & Shoes in Düsseldorf vereint die früher unabhängig voneinander stattfindenden Ordermessen für Schuhe und Kleidung unter einem Dach. Möglich ist dies nur dank eines strengen Hygienekonzepts und dem engen Austausch von Veranstalter und zuständigen Behörden. So darf in jede Halle nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern und Ausstellern und das wird konstant digital kontrolliert. Die große Bedeutung der Plattform wird angesichts des starken Aussteller- und Besucherinteresses deutlich. Die Großen, die leiden zum Teil mehr gerade als der kleinere Handel. Und wenn der kleinere Handel, wenn die richtig vorher gearbeitet haben und ihre Vorarbeit geleistet haben, das sind die, die wir gerade in der Registrierung viel mehr spüren, weil die brauchen diese physische Begegnung, die müssen Haptik fühlen, die müssen auch beraten werden. Die Großen holen sich die Beratung über zum Teil andere, besonders die online geführten Händler. Und auch die Einkäufer sagen mittlerweile, das reicht nicht nur im Zoom-Call, ich muss die Ware einfach sehen. Wir leben gerade von dem mittelständischen Einzelhandel, der versucht, am Leben zu bleiben und der auch die nächste Saison weiter erleben will mit neuer Ware. Das gemeinsame Konzept, da sind sich die Verantwortlichen einig, hat sich schon jetzt bewährt.